Stefan Wurm, vom Andreas Ruppert, vom Matthias Hocke und vom Marc Petrak. Die fliegen uns und Michael Reitz. Genau, es sind ja 5 Stück. Geflogen wird die F-86 Sabre aus dem Hause Tomahawk Design. 3 Meter Spannweite, 3 Meter Rumpflänge. Abfluggewicht 24,7 Kilogramm. Also alle Rufe zum Trotz, alle Maschinen sind hier gerade gewogen worden. Die sind also wirklich unter 25 Kilogramm. Und angetrieben werden sie von einer Jetcat T180, 18 Kilogramm Schub bis 20 Kilogramm Schub aus dem Hause Jetcat im Breisgau. Der hier übrigens auch mit Hauptsponsor ist. So. Wir halten unsere Klappe, schauen Sie sich die Formation an. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und go. Applaus.
vor ca. 5 Wochen sind 2 Maschinen verloren gegangen in Coburg. Eine ist schon wieder ersetzt. Und der Matthias Hocke fliegt in der Formation aktuell noch mit einer Albatros. Dürfen Sie sehen an den Wingtips. L39 Albatros hat sich eine dazugesellt. Die F86 ist noch nicht wiederhergestellt. Macht aber gar nichts, passt trotzdem gut. So, jetzt von rechts Marc Petrak und Stefan Wurm. Und es ist so. Es ist mit 2 schon so schwierig. Die müssen es zu 5 machen. Und ich denke, nach der Landung ist es auch nochmal einen dicken Applaus wert für die 5. Ja, da fliegen sie durch. Ja, Wahnsinn. Eine erwischt, das war der Stefan Wurm. Schade, schade. Also, jetzt strengen wir uns dann trotzdem mit einem ganz, ganz großen Applaus an. Scheiße. Na gut. So, die 39 und die F86 als erstes und dahinter nochmal 2 F86. Ja. Gestartet zu 5, gelandet zu 4. Das bedeutet oft nichts Gutes. Trotzdem ganz, ganz dicken Applaus. Vielen, vielen Dank. Unglaublich. Wir sind wirklich die Weltmeister vertreten. Wir sind die Besten der Welt. So, da kommen schon die Bewegungsfahrzeuge. Ja, was war da los? Keine Ahnung. Ich gehe noch einmal zum Stefan und fragen. Aha, und der kommt sie auch. Ja. Hoffentlich ist er im Mais gefallen. Ich kann nicht mehr fahren, ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren.